Das ist er. Ja, alter Freund von mir, ganz alter Freund, ja. Habe ich immer gedacht, ist er auch gewesen und ist ein bisschen verrückt geworden, ist er dann nach Chile gefahren mit Allende und so eine Sache. Und dann kamen die Blumenkinder und dann diesen da und so. Und habe ich gedacht, na, aber er muss wirklich ein alter Freund geblieben sein, denn er hat sogar die Tür aufgelassen. Braucht ja nicht anzukloppen. Wolfgang Neuss. Hoffentlich ist er schon wach. Aber das ist er schon. Ist er immer wach. Hellwach. Und es war im Europacenter, das weiß ich ganz genau. Es war nicht im Europacenter, es war in der ewigen Lampe. Es war in der ewigen Lampe, glaube ich mir. Ich weiß nicht, Mensch, ich kenne da die Angermann hinten noch in den langen Gang. Es war im Europacenter, Es war im Europacenter hat Julia nicht mehr mitgespielt, der ist vorher krank geworden. Da warst du noch bei Haber. Was ist denn mit dir los? Nimm erst mal die Mütze ab, wenn du hier drin bist. Ja, gib mir die Mütze. Ich kann das nicht leiden, wenn hier drin einer Klamotte macht und ich komme nie zur Klamotte. Ja, pass das mal war auf. Nämlich immer das in Berlin. Der positive Komiker ist der Wolfgang Gruner und der negative Komiker ist der... Stimmt das? Naja, nicht ganz. Wir sind eigentlich beides die Negativen. Da ist immer gesagt, die schreien so, die blöken so, wir beide. Aber Wolfgang, bekenn dich doch zum positiven Komiker. Ich habe mich doch daran festgehalten, du Idiot. Also ich krieg jetzt die Mütze. Darum habe ich gesagt, also sie abnehmen. Ich bin wirklich nicht arrogant. Gott sei Dank. Aber jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, Mao Zedong ist zurückgekehrt. Das ist ja gesehen. Ungeheuer. Matze Tung. Du bist ehrlich? Das Original, die Mütze und das... Da tust du mir einen Riesengefallen mit Matze Tung. Also jetzt, wir sind also hier zwei Leute, die sich Komiker nennen in Berlin und sind der Meinung, 2 Millionen Berliner könnten genauso Komiker sein. Also ehrlich, sind wir der Meinung. Und wenn der vor der Tür behauptet hat, dass ich nicht verrückt bin, ich bin total crazy, irre, ich will auf keinen Fall normal sein. Claro, darum mache ich mir auch keine Zähne rein. Stell dir vor, ich habe Zähne, Gunnar. Ja. Da kannst du dich verstecken, so gut sehe ich aus. Ja. Ehrlich. Erstens das und jeden Morgen putzen. Überleg dir das. Da brauchst du doch nicht. Spielst du noch Fußball? Ja, na irgendwie, weißt du. Und doch. Hältst du dich an Harald Schumacher oder nicht? Aber fest, der Junge. Du nimmst doch nicht Kaptagon. Na, um Gottes Willen. Was nimmst du eigentlich? Jetzt habe ich zugenommen im Moment. Ich nehme gar nichts, ich nehme Gruner, weißt du das? Ich brauche nur 5 Minuten Gruner. Und der, wann kommt der zu mir? Einmal in 2 Jahren. Das finde ich unmöglich. Ist gelogen. Ich war im vorigen Jahr 2-mal da. Das ist nicht wahr. Ich bin dein Vater, deine Mutter, dein Enkel, dein Bruder, dein was nicht alles. Und mehr als deine Frau und deine Tochter bin ich. Weiß ich ganz genau. Woher weiß ich das? Ja. Weil wir für Komik leben und sterben. Ist das klar? In Berlin. Das ist nämlich ein ganz sumpfiges Gelände hier. Ja. Für fruchtbare Typen. Der Witz geht eigentlich umgekehrt, wollte ich dir sagen. Du erzählst ja immer das Schöne zum Anfang. Wolfgang, etwas muss ich dir ausreden. Wir machen zur 750-Jahr-Feier auf keinen Fall 2 Clowns. Nee. Und spielen auf keinen Fall bei Jule Hammer. Nein. Und jetzt zieh dich mal zurück, jetzt muss dem Publikum mal was sagen. Ja. Ja. Dieser Grunewald, es gibt ja gar keinen Dollar in Berliner, ist gar nicht aus Berlin, aus Rathenow, Brandenburg. Erstmal das, ich bin aus Breslau. Und dieser Mann hat mich entdeckt sozusagen in 2 Berliner in Paris, hat er mit mir gespielt am Kurfürstendamm in einer Komödie. Und dieser Mann möchte nochmal, habe ich ihn neulich gefragt zum 60. den Hauptmann von Köpenick spielen. So ein Anspruch nach so einem Leben oder mitten in so einem Leben. Soll ich euch mal im Osten drüben was sagen in der DDR? Alle mal herhören. Der Wolfgang Gruner von Stachelschwein, das war der beste Walter Ulbricht, den ich jemals gesehen habe. Aus Sachsen. So ein Diktator, und den hat er euch abgenommen. Den braucht ihr nicht wiederholen in der DDR. Den macht er jeden Abend bei den Stachelschwein, hat er gemacht. Jetzt macht er ihn leider nicht mehr. Der beste Walter Ulbricht. Sowas von Diktatur habe ich noch nie gesehen. Wenn ich nicht weiter wusste bei links, bin ich zum Stachelschwein gegangen, zu Wolfgang Gruner. Der hat mich irgendwie innerlich beruhigt. Und ich war derjenige, der gerne intellektuell sein wollte, aber es nicht richtig geschafft hat oder es nicht richtig schaffen wollte. In der Blüte meiner blauen Tage spürte ich, dass Spaß ein Luxus war, den man mit der Apothekerwaage abwog. Denn er war entsetzlich rar. Und das Land der Dichter und der Denker, ach, es war im Antlitz grau vor Rauch. Ohne Inhalt blieb so mancher Cognac-Schwenker. Auch an Leere litt so mancher Kopf und Bauch. Da beschloss ich ungebeten, Spaß zu machen, für Proleten, für solche Typen wie Wolfgang Gruner, mache ich am liebsten Spaß, nicht für Publikum. Nur Kabarett für Kabarettisten mache ich am liebsten. Nun soll noch mal einer sagen, der Junge ist nicht wach. Ich möchte sagen, hellwach. Ein Wort zum Schluss, Wolfgang, ich liebe dich.
Wollt ihr da sehen? Das finden wir schön. Das finden wir schön. Jolle, danke. Jolle, danke. Jolle, danke. Geht auf Kiel. Kiel. Sagen wir Kühn. Berlin. Bleibt doch Berlin.